So, hier haben wir mal wieder ein Spielchen, die Erbtante. Ehrlich erbt am meisten. Die Erbtante ist wohlhabend, hat viel Geschmack und Verwandte. Denen möchte sie schon zu Lebzeiten etwas Gutes tun und jedem etwas vererben. Doch welch ein Dilemma für die Erben. Heiratet die Erbtante, dann gibt sie alle Erbstücke großzügig weg. Findet sie nicht den richtigen, enterbt sie alle, die zu gierig waren. Ein unterhaltsames Kartenspiel für 3 bis 5 Spieler ab 10 Jahren, Spieldauer 30 Minuten. Wow. So. Ach komm schon. Lass dich öffnen. Ich zeige euch immer nur den Inhalt von diesen Spielen. Da sie nagelneu sind, kann ich nicht weiter darauf eingehen. Von Abacus Spiele. So, hier haben wir. Boah, was sind das? Kleine Kärtchen. Oh, was sind das? Oh, das sind jetzt eklige kleine Kärtchen. Okay, ich werde die jetzt einfach mal aufmachen. Ich habe auch noch keine Anleitung gesehen, um ehrlich zu sein. Gut, dann gucken wir mal. Es ist. Oh doch. Da ist eine Anleitung drin. 80 Geschenkkarten, je 20 Karten mit den Werten 1, 2, 3, 4. 72 Erbkarten, 9 Bilderkarten mit Männerbekanntschaften. Das ist ja wieder so gar nicht meine Thematik. Das Spiel ist einfach nur so ein. So, was haben wir denn hier Feines? Okay, hier haben wir einfach nur diese Karten mit 1 bis 5, 10. Dann haben wir hier irgendwelche Geschenke. Ah, das ist. Schränke und. Besteck, scheinbar. Silberbesteck. Oh, die Karten sind ja schon eklig klein. Die finde ich ja schon ein bisschen gruselig. Die kann ich ja noch nicht mal richtig anfassen. Okay, das war jetzt erstmal der Inhalt des Spiels. Ich werde euch auf jeden Fall noch berichten, wie sich spielen lässt. Wenn meine Leute mal wieder Zeit haben fürs Spielen. Beziehungsweise ich. Ja, habt ihr das Spiel gesehen erstmal? Was der Inhalt ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao.